Naja, Jetzt. der Mönch macht doch ohne seine Berührung des Todes übelsten Schaden. Ja, wenn man Mensch spielen kann, geht das. Ja. Naja, schauen wir mal, ob es die Dämonenjäger schöner haben als die Mönche, ich weiß ja nicht. Ich finde Mönch eigentlich ganz angenehm zu spielen. Ja, dass du Mönch angenehm zu spielen findest, wundert mich irgendwie nicht, ich weiß nicht. Man hat so eine schöne Mobility mit der Klasse. Ja, das ist ja gerade das Nervige, die rollt überall rum. Dämonenjäger wird ja auch so schlimm. Naja, der rollt zwar nicht durch die Gegend, aber der kann ja Doppelsprung. Ja, Doppelsprung, yay! das sind die Jedis in World of Warcraft, Mann. Das nervt, der Boss nervt, Mann. So. Ein Intring. So, jetzt können wir Quests abgeben gehen. Und Willenskraft. Warum hat der so seltsame Werte drauf? Der hat weniger Werte als. Du solltest Das mal deinen ist. brennenden Ansturm ausmachen, nur mal so. Nö. Nehmen wir mal mit. Bitte die Viecher mal totkloppen. Ja, ich bin dabei, er steht nur rum. Ich hätte auch die Tentakeln setzen können. Ja, stimmt. Wie war das? Tankpaler macht übelsten Schaden. Nicht so wirklich. Beweglichkeit. Oh, natürlich. Die Handschuhe sind. Die Lederhandschuhe sind mit Beweglichkeit. Folge. Habe ich was ver hab ich was vergessen? Egal. War eh ein bisschen vor mit 71. Das sind Schultern, die sind uninteressant. Umhang ist uninteressant. Gibt es denn hier was Interessantes? Lederschuh? Beweglichkeit. Warum sind alle Ledersachen Beweglichkeit? Ich gehe mal aus Instanz raus, weil da kann ich auf den Mammut aufsetzen. Oh, hier habe ich ja sogar noch einen Beutel. Hodor. Oder? Hodor. So, du hast gerade einen Mammut da. Da bediene ich mich auch mal ganz kurz. Ein Schwie-Schwa, Schwuchtelmensch namens Mini-Winnie. Wie hieß das nochmal? Es gibt einen Spruch. Der aus. Game of Thrones, ich gucke die Sendung nicht, aber ich habe da so zwei Sprüche mitbekommen. Gibt einen Spruch von wegen allem. Egal. Den würde mich eh lächerlich machen. Vor allem die ganzen Game of Thrones Fans, die jetzt dann All in die men Kommentare. should die. Heißt das übersetzt? Alle Men müssen sterben oder so? Egal. Dürfen Gondor noch. Primolon. Das ist Die auch dann aber. Kriegskotzen, Leute, die Kriegskotzen. Was denn? Wir dürfen noch mal durch Sag bloß, du Midgard hast was durch. anderes erwartet. So, hier nochmal Buff. Da wäre ja lieber noch mal durch Nexus gelaufen. Hallo, ich buffe. Wieso Weißt du, können wenn man unsere Buffs nicht Afrocheck in heißt? friedlicher Koexistenz leben?
Nee, der mit dem Parler Bass. Ich spiele jetzt wie Lurion. Wenn ich anwesend bin, waffe ich. Werte. Ich hab Akku. Ich gebe mir mal einen Seelenstein. Nix da. Diesmal habe ich den Baum vorher gezündet. So, jetzt kann ich auch den Baum wieder ausschalten. Hallo? Aus. Voll cool. Ja, da kannst du mal richtig pumpen, ne? Nachwachsen ohne Abklingzeit. Oder wie sind wir ohne Castzeit war es, ne? Jetzt hat mein Baum trotzdem noch 3 Minuten Abklingzeit, Obwohl ich vorher rausgegangen bin. Du kannst ihn die ganze Zeit durchgehen lassen. Solange er an ist, ist er an. Ja, das ist mal macht Sinn. Wenn er nicht mehr an ist, ist er aus. Nein, ist nicht wahr. Ja. Ich dachte, er geht in Standby. Standby. Das Ding hat das Wächter-Elixier. Ja. Kann man sogar beide haben. Was muss er haben? Ja, ich habe da nur ein paar Rollen noch in meinem Inventar gehabt, die ich jetzt aktiviert habe. Jetzt habe ich eine für Stärke und eine für Rüstung. Das eine zählt als Kampf-Elixier und das andere als Wächter. Ja, genau. Danach Ramas-Zeiten habe ich auch noch vom Wächter-Elixier reingeschmissen. Waren die Fläschchen noch zu teuer? Also, Nakramas 80er Zeit, muss ich dazu sagen. Fläschchen waren viel zu teuer, da hat man sich lieber einen Kampf- und einen Wächter-Elixier reingeschmissen. War damals auch noch richtig praktisch, weil es unter anderem Trefferwertungstränke gab. Ja, jo. Ich hatte nicht unbedingt ohne Trefferwertungstränke. Die richtige Trefferwertung. Im Schmieden gab es ja damals noch nicht. Flash ohne den Boss zu pullen? Mal schauen, wenn ich den da hinten... Warte, geh weg, Kiki! Mein Gott! Okay, hat funktioniert. Mit einem Gnom, der so heißt wie er... Nein. Wie, was? Er hat gerade gefragt, ob wir noch ein paar Indies machen. Der Typ heißt Afrojack, ist ein Gnom und fragt, ob wir noch weitere Indies machen. Afrojack. Welches Level hat er denn? Ja. Oh. 70. Was war das? Wieso rennst du vor? Weil mir das jetzt zu lang dauert, Mann. Hexenmeister das können nicht mehr tanken. Lebenspunkte balken. Hexenmeister können nicht mehr tanken. Ich hab gesagt, dass ich tanken will. Ich bin Pull, ist sowas nennt man heutzutage Pull-Assistenz. Ah, Pull-Assistenz nennt man das heute. Bin verschwiegen. Pull-Assistent? Das ist falsch. Heutzutage ist doch alles eine Fachkraft. Du musst dir irgendeinen Namen mit Fachkraft ausdenken. Fachkraft für Pull-Assistenz. Das so. Hört sich bescheuert an. Tja. Du musst dir irgendeins, so einen richtigen, wie soll man sagen? Fachkraft für Pull-Management. Genau. Nee. Puh, jetzt bin ich schon wieder tot. Egal. Ich mach Battlers. Fachkraft für Mob und dessen Schaffung. Nein, keine Ahnung.
Fachkraft im Pull-Management als... Keine Ahnung. Ja, bloß genau dafür hättest du ja eigentlich Schurke oder Jäger spielen müssen. Der Kloputzer ist, glaube ich, auch noch inzwischen auch die Fachkraft für sanitäre, für Reinigung an sanitäre Anlagen oder so. Für Gebäudekosmetik heißt es inzwischen sogar. Echt? Wir sind jetzt bei dem Punkt, gibt Gebäudekosmetiker, wenn man putzen tut. Und die Diebe heißen jetzt Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Der ist alt. Kannst den letzten Dreckjob haben und das ist irgendwie so ein Fachkraftsberuf. Oh, da können sie jetzt aber, da tut mir leid, wir nehmen nur Leute mit Abitur. Okay. Gut, dass ich eins hab. Brauchst du für den letzten Dreckjob das Abitur? Nur dass kein Abiturient so dumm mehr Müllmann das oder macht. So. Müllmann braucht jetzt Abi. Ja, also Müllmann ist ja inzwischen doch ein bisschen komplexer geworden. Muss so stark, ne? Du musst jetzt sogar den Müll trennen können. Hey. Ich zieh die mal in die ganzen Tentakel da rein. Wenn er nicht wieder rumcharged. Charge! Ich wäre so gerne Millionär. Gay. Yay, oder so. Meine Faustwaffe. Und GZ. Danke. Ja, GZ. War das nicht irgendwie schon wieder an derselben Stelle oder so? Nö. Seid immer was ein paar Meter weiter vorne an so einem Ghoul. Du bist immer. Kriegst in der Folge immer in Burg Utgard. Oder also, wenn ihr wollt, dass wir, bevor ich Level up werde, wieder hier reingehen, das könnt ihr gleich mal vergessen. Eher wird der Charakter gelöscht. Da hat der Charakter jetzt schon so eine schöne Geschichte. Mit sehr Nein, vielen Löchern. Geschichte, dieser Charakter hat bloß ewig lang gebraucht, bis er auf dieses Level gekommen ist. Ja. Wir spielen ja auch nur 2 Stunden jeden Monat oder so. Ah ja, genau. Da fiel mir übrigens letztes was ein. Das heißt ja, Game of Thrones hat etabliert, dass Hauptcharaktere sterben können. Das gibt's schon so lange davor. In den meisten Serien ist es halt so, dass du einen Hauptcharakter hast und sagst, egal was passiert, auch auf dem kommt er eh Leben raus. Nee, es gab's so auch schon in so einer Serie wie kennt ihr die Zeichentricks oder die ja. Ist ja kein Anime, ist eine Zeichentrickserie noch. Als die Tiere den Wald verließen. Kenn ich. Der ist brutal, ne? Ja. Und ich sag dann mal, habt ihr mal gezählt, geholt, wie oft Krillin gestorben ist? Ja. Du kannst nicht wirklich eine Serie zählen, an dem irgendjemand stirbt und dann wieder aufersteht und dann wieder stirbt und dann wieder aufersteht. Das zählt irgendwie nicht. Dann komm jetzt nicht mit Digimon, Kiki, das ist nicht zum Heulen. Ich hatte es nicht vor. Okay, ich wollte es nur erwähnt haben. Außerdem stehen die da auch wieder auf. Ja, weil in manchen Serien bleiben die halt einfach tot. Wenn ein Digimon stirbt, wird es irgendwann wieder aus dem Ei schlüpfen. Ja, zumindest in allen Staffeln außer der dritten. Ingvar, euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Gab es da den, diesen, wie heißt es nochmal? In Stadt des ewigen Anfangs. Erhebt euch ja. In der dritten gab es die nicht. Tentakel! Wo kommt die Valkyrie her? Hat sie die Tentakel gesehen und hat sich gedacht, hey, endlich! Ich bin
Und raus hier. Jetzt kommt mal raus hier. Ich muss kurz rappen. Dann tu das. Ich schaue in der Zwischenzeit mal nach, was in meinem Beutel drin war. Schon gerappt. Ah ja, Beutel. Ein Helm. Yay, hab ich ja schon. Wieder ein Gürtel. Herbststück und so. Ich glaube, ich nehme mehr Crit. Ab jetzt ist Aziolner Rub mit dabei. Oh. Aber Burgutgard ist immer noch mit drin. Ist denn schon Weihnachten? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Komm, Aziolner. Ah, okay, kann ich ja die Quest noch beenden. Der Nexus. Happy, will ich noch ein Fragezeichen, was ich. Oh, ich hab einen Feuermagier hier. Der hat schon den Pyro angesetzt, du Carsten, bevor ich überhaupt an den Mob rangegangen bin. Ich brauche irgendwas mit Forschungsbla. Was Forschungsbla? Ja, das war ganz am Anfang. Also. Das Buch hat er übersehen, das Buch. Da, wo die ganzen eingefrorenen Heinz-Männchen ja, sind. Da, wo im genau. HC ein Boss steht. Aber auch nur im HC. Dafür, dass der Feuermage gleich das Casten angefangen hat, hat er aber wenig Schaden gemacht. Ja, der ist direkt zum ersten Mob hingegangen und hat angefangen, Pyro zu casten. Oh, okay, wenn man okay, schon anfängt, Pyro zu casten. Und zum Pre-Casten ist es gut, ja, aber sonst sollte man den wirklich nur benutzen, wenn er instant ist. Es sei denn, man ist so experimentierfreudig wie Suse. Schade, dass der nicht mehr spielt. Oh ja, was spielt er denn jetzt? League of Legends? Ich dachte nicht, was gegen League of Legends habe, sondern meistens ist das immer so das Spiel, worauf die meisten Spieler mal ausweichen, wenn sie kein WoW mehr spielen. Naja, es kommt drauf an. Ich habe jetzt zum Beispiel Neverwinter mal ausprobiert. Neverwinter? Das da ist das Buch. Das ist mir sauer, das ist mir sauer. Oh, das glitzert sogar, mein Gott. Es war sauer aufgestoßen, als ich in einem Anfangsgebiet gequestet habe. Also schlecht fand ich es auch nicht. Aber dann etwas gefunden habe, so eine Truhe, also eine komische Truhe, die so aussah wie ein Pferd. Und mir das Spiel dann gesagt hätte, oh, jetzt musst du Geld dafür ausgeben, um diese zu öffnen. Dann kriegst du einen Mount. Ja komm, ja, das ist bei Ihnen... Ja, aber... Yay, es laggt, es laggt, es laggt. In anderen Free-to-Play schmeißt... Man muss das mal... Ja, Leute dazu verlocken, dass... Aber was halt... Na. Das... Was da halt, sag ich mal... Ich das ist kein Geld. Das Beispiel. Aber es levelt ja langsamer, ne? Some guy, ja. Ich bin gemutet. Ja, sorry, ich habe hier gerade übelste Lags, 226er Latenz. No, der Mage ist weg. der Blöde. Nee, der Mage ist noch da, der andere ist raus. Der Krieger. Achso, der Krieger? Verdammt! Was ist denn mit dem Krieger los? Oh, anscheinend hat sich die Latenz wieder beruhigt. Ich kann zumindest wieder flüssig spielen. Und man versteht euch auch wieder. Das ist aber schön. Ja, gute Free-to-Play-Konzepte für das Land. Die Aufnahme wollte nicht, dass man über Free-to-Play redet. Ja. Was? Ja, während ihr die ganze Zeit jetzt über Free-to-Play-Sachen geredet habt, hat mich euch nämlich kaum verstanden. Also ist demnach auch nicht auf der Aufnahme drauf. Mai, ist halt so. Juck mich nicht! Ihr wisst ja, was nach dem Hochmut kommt.
Ihr wisst ja, was nach Mut kommt. Ah. Oh, wir, unser Krieger wurde durch einen Todesritter ersetzt. Ey. Ich bin der Todesritter. Ich mache alles tot, tot, tot.